What? Und hi. Wieder zurück? Schön. Ich war wieder da. Samstagmorgen. Bisschen Zeit für Mord, Horror und Verzweiflung. Oder so ähnlich. Willkommen zurück zu Master Schwurf Investigations. Zum zweiten Fall, wie im Prison Turnabout. Hey, haben wir es gerade richtig gesehen? Knightley ist tot? Oder zumindest casually auf dem Boden liegen. Okay. Okay, erste Weise, cool. Ach, das ist mal weiter an. Das ist, glaube ich, noch ziemlich grauen, was hier passiert. Investigation, okay. Okay, lass mal weitergehen. Was haben wir denn hier? Also, Nidalee hat ein Tuch. Da hinten liegt ein Tuch. Da ist schon mal was. Da liegen Pillen. Untersuchen wir das erstmal. Gucken wir mal, was es ist. Ist das eine Art Aufzug? Okay, ich kann Y benutzen und Magiewand. Ist es. Nee, das. Ich hab gerade gedacht, zu irgendeinem Strick, aber. Also zum sich selbst auch umbringen, aber. Naja, ich glaube, das ist nur irgendeine Art von Seil, momentan.
Ich hab nicht die Sheets gemeint. Ja. Cageception. Bei dem Pulli muss ich also nicht mehr nachkommen. Das geht auch zum Pulli. Okay. Was ist denn Blut? Na, es ist nicht so wichtig. Okay. Ja, gut. Also ich habe gehört, Nightly liegt herum. Na, dann gehen wir mal zu Nightly, ja? Horace Nightly. Gucken wir mal die Box an. Mal, die Musik hat gestoppt. Warum? Okay. Chessboard, Handschuhe. Ich guck mal, ich bin ein bisschen auf dem Handschuh drauf, okay? Okay, vielleicht muss ich so viel auf dem Handschuh drauf. War es schon? Gibt es keine weiteren Hinweise? Okay, guck mal weiter. Seine Karte und seine Hand. Oder so. What?
Warum ist das auch rot? Aha. Die Hand. Der Kopf wird zum gleichen Ergebnis, okay. Das ist dann nicht im Gegensatz dazu dann auch interessant sein, dass seine Hose praktisch, naja, nicht beschmutzt ist? Ne, das bringt mich aber nicht weiter. Okay. Ja, die Waffe, ne? Es ist natürlich einfach mit dem Handschuh zu Tode geschlagen. Ja, das klingt, glaube ich, zu makaber. Na hey, vielleicht müssen wir auch einen Hund verhaften. Krause. Oh yeah, funky too. Definitiv etwas, was man sich aufs Handy holen kann. Na gut, machen wir weiter. Werden wir die Musik natürlich weiter im Hintergrund spielen lassen, die können wir jetzt nicht stoppen.
Raymond Shields. Aha. Ist er Tony? Okay. Ist er jetzt ein Defensiver oder eine Staatsanwalt? Obwohl er kein Prosecutor ist. Ja, ich glaube, der ist ein De Verteidiger. Leuten reden. Defense, Tony. Mann, sein Film hat so richtig schöne Tunes, ja. Das klingt gerade irgendwie nicht so toll. California roll. Nutzen ja gerade irgendwie jede Chance, um die Musik zu stoppen oder nochmal von vorne zu beginnen zu lassen. Egal, ich habe nichts dagegen. Ist funky, irgendwas. Keine Ahnung. Raymond Shields. Knightley ist gerade mal 24. Okay. Guys, why not? Thank you.
Es gibt irgendwas, was nicht hätte existieren sollen? Okay, lass mal nachgucken. Alle, oder? Ja. Kann ich das denn mit der Tür connecten? Wegen erträgt kein Armband? Nein! Kann ich nicht. Gut. Na, ist okay, ist entweder. Das hier oder da? Obwohl, der Handschuh existiert ja wahrscheinlich schon, ne? Oh, es gibt so viel, was wir da vorzeigen können, ne? Thank you.
Nein, das stimmt schon mal nicht. Cool. Was sollte bitte schön nicht existieren? Ha, vielleicht sollte Nike gar nicht existieren. Ich glaube nicht, dass es die Art und Weise ist, wie wir hier rangehen müssen. Oh. Vielleicht spielt das darauf an, dass Nightly hier gar nicht existieren sollte. Oder? Also, er ist zwar kein Insasse, aber wenn keiner hier reingekommen ist, wie ist er hier? Nein! Okay, gut, vergiss es. Passiert nicht. Rampstadt, was hier nicht existieren sollte. Vielleicht könnten die hier stehen.
Okay, Investigation complete. Alles klar. Haben wir das also schon mal durch? Also der Handschuh, hä? Was dreht ihr gerade? Tiere. Nein. Okay, gut. Hey, Applaus. Yeah. Okay. The heck?
Okay. J. Albert. Oh nein, nicht das schon wieder. Lauter Jazz. Ich meine, es ist ein tolles Spiel, aber ich bin eher so ein Typ mit Rebuttals und allem. Okay, also wieder warten und zusehen, huh? Okay. Gut, wir haben eine Taktik, wir haben eine Strategie, ist wahrscheinlich beides dasselbe. Über sein Aufenthaltsort. Logic Chess begin. What did you do today? Haha! Oh, wie ein seiner Steine abgeworfen. Runde 2? Runde 2. Vielleicht bekommen wir einen K.O. hin. What did you do? What did you do today? Also, für mich ist immer so, dass das eine zum anderen führt. Ich guck mal am zweiten nach. Oh nein, das ist schlecht. Thank you.
Ungefähr so funktioniert wahrscheinlich Logic Chess. Man mehrere Wade und guckt dann, wie er es machen muss. Ich glaube, wenn wir das hier lösen, müssen wir das andere dann auch automatisch hinbekommen. Ah, er ist wieder aggressiv, hä? Ah, warten, warten, warten. Also, jetzt ist er quasi schwach mit seinen Angreifen. Shakalaka. Noch ein Angriff. Ja, es ist irgendwo schwach. Wir müssen jetzt angreifen, wenn wir Chance haben wollen. Again? Okay. Auf geht's. Musik hat aufgehört. Logic Chess completed! Oder complete. Ah, egal, ist dasselbe. Okay, sagen wir so, ich, Shields nervt zu Tode, aber seine Musik ist so toll. Komm schon, lass mal wieder einfach. Oder dies klatschen. Irgendeine Person, okay, mal sehen. Wow, what is happening? Okay, ich glaube, es hat sich stabilisiert. Mr. Albert. About the incident. Haben wir schon angespeichert? Jay Albert, 31 Jahre alt, former Boxer. Salah und Barbier named Rocky.
daraus können wir nichts ziehen. Chessboard. Tschalala. Tschalala. Halli, hallo. Kurzum, wir haben gerade keine Beweise. Was ist hier gerade passiert? Na ja, gut. Haben wir jetzt gefangen oder wie? Nebenzelle? What? War nicht von auch noch ein Papagei? Das Papagei nervt mich übrigens bei Mordfällen ziemlich. Okay.
What? What? Was passiert hier? Justine Courtney. Whatchamacallit committee? Oh, committee. Okay. Objection. Stop pointing that thing at me. Sebastian the best. What? Nein. Objection! Objection!
Oh, okay. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um aufzuhören für heute. Eure Wendung. Gucken wir mal, was beim nächsten Mal passieren wird. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt drauf. Und dann war's es für heute. Wir sind am Speicherpunkt. Ich hoffe, ihr seht euch beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, willkommen zurück. Bei Matrix Wolf Investigations 2. Bis dann, macht's gut. Und tschüss.